Guten Morgen und willkommen erneut aus Zadar, Kroatien. Heute ist Race Day. Wir haben alle gut geschlafen, frühstücken jetzt gleich was und dann geht's ab Richtung da unten. Da ist das Meer und da ist der Start. Um 10.05 Uhr geht's los. So, ich bin total nervös. Warum auch immer, uns fehlen Feuchttücher. Die Sachen sind gepackt. Wir gehen jetzt zum Einchecken. Und dann haben wir noch ein bisschen Zeit, gehen an den Strand. Und da ist dann auch der Start. Alter, jetzt geht's los. Doch, ich habe zu trinken eingepackt. Ja. Yes, ich habe die Kameraführung übernommen. Simon wird jetzt sein Bike einchecken und dann kann es gleich losgehen. Oh nein. Ist das so schnell? Ja, ich nehme ihn gleich wieder, okay? Hör mal, da steht noch wieder. Kannst du die Tüte gleich mal nehmen? Und, wie ist die Lage? Ich kack mir in die Bots. Ja, dann viel Spaß dabei, ne? Es ist richtig warm. Und da ist jemand richtig nervös. Oh, da ist noch eine, guck. Da vorne, da. Die geht da hoch, hinterm Baum. Da, oh. Hast du gesehen? Hast du Angst? Du brauchst keine Angst haben. Das ist nur eine fliegende Kamera. Eine Kamera, die fliegen kann. Cool, oder? Ist schon weg. Und Mutti, hast du Bock? Ich? Ja. Auf Strand und... Auf 7 Stunden Kindersitten. Ja, 7 Stunden. Ich glaube, 7 Stunden ist Cut-off hier. Ja. Hier ist nichts mit länger laufen. Ja, dann kann man mal die 1,30 beim Halbmarathon auspacken, oder? Als ob. Warte, ich habe noch was gehört. Irgendwo fliegt die Drohne, gehört? Ne? Guck mal, hast du die vielen bunten Blumen gesehen? Wo? Auf der Wiese. Da viele. Ja, die sind schön. Was ist da? Da. Ja, was ist denn da? Ja, eine Drohne. Wo ist die? Kommst du schon da dran? Nein, ich mach so eng. Oh. So, komm, wir gehen weiter. Weiter, Mathilda, komm. Ja. Und wie lange wollt ihr heute warten? 4 Stunden 45. Okay. Bis der Chip go. Cheers, cheers. Jeden dva se čuješ, čuješ da je kakav zvuk, jedan, jedan, dva. Čuješ se, uradno se, ok, jedan, jedan, dva.
play to rumble? FIFA. Ja. Läuft. Jemand will da weg, die Greta gerade, glaube ich. Nicht. Waiting for Papa. Jste švým rozšlítko. No, no, nezáš, dyši. Já se jistou. Vy mi pojďte, Grilo. Tady se žene na štrami a vláka. Věcíš ulicu? Mama, Hilda, wer ist am schnellsten? Der Papa. Der Papa. Ganz laut. Bella, Bella, Mio, Bella. Schneller, schneller. Na? Gib das. Jetzt geht er mit dem Fahrrad fahren, ja? Wo ist er? Da, er kommt raus. Emma, 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 Heide! Heide! Emma! Jetzt müssen wir schauen, bitte. Emma! Da hinten kommt. Da hinten kommt der Papa, Mathilda. Da hinten kommt der Papa. Er holt jetzt sein Fahrrad. Willst du noch hier was rufen? Komm her. Hier bleiben, ne? Schön hier warten. Number on the back, number on the back. Guck mal, jetzt geht das Rennen richtig los. Guck mal, da kommt der Papa. Bella, Bella, Bella. Gib Gas, gib Gas! So, Simon ist jetzt unterwegs, gerade vom Schwimmen aufs Rad gewechselt. Wie er am Rad sitzt, kann ich euch leider nicht zeigen, aber ich werde dann später nochmal filmen, wenn er auf der Laufstrecke unterwegs ist. So, und wir machen uns jetzt erstmal einen schönen Tag am Meer und ich sehe gerade, die Linse ist völlig beschmiert. Und wer kommt denn da? Wo ist die Musik? Ja, die Kinder schlafen. Wie geht's dir? Geht. Ist ein bisschen hart. Ja, dann mach noch ein bisschen schneller. Die anderen vor. Nee, hinten. Wie viel? Nein, den kriegst du nicht. 10 Minuten. Lauf schneller. Juhu. Lauf schneller. Billy. Schneller, schneller. Ja. Sieht gut aus, Schatz. Noch zwei Runden. Zwei Runden. So, wir haben aufgerüstet. Laute Musik. Fanbase ist komplett erwacht. Und jetzt warten wir auf unseren Champion. Da ist der Papa, guck. Da geht da was! Wie viel hast du? Ja, wie viele Kilometer hast du? Na, ich hab mich verstanden. So, Leben am Limit.
Ich hoffe ausnahmsweise, dass Simon noch nicht im Ziel ist. Auch wenn es mich freuen würde für ihn. Aber wir wollen ihn natürlich da empfangen. Schauen wir mal, ob wir noch pünktlich kommen. Und da kommt der Papa. Guck, wo der Papa ist, Mathilda. Yay! Hey, jetzt ist hier gut! Na? Habe ich jetzt nur Ahne? Und weil auch gut war, da die Sonne nicht komplett draußen war, sondern so leicht bewölkt, da war angenehm. Ja. Aber wir haben in der zweiten Runde die Oberschenkel zugemacht. Ja? Ja, voll. Ja, vor dem Schwimmen, beim Runtergehen, habe ich einen Riegel gegessen, der erstmal beim Radfahren rausgekommen war. Und in zwei Wochen nochmal? Ich hab einen Riegel. Nein, in einer Woche. In einer Woche? Nächsten ja. Sonntag. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich schaue, dass es verschwindet. Yeah, Leute, das Ding ist eingetütet. Mit neuer Bestzeit auf der Mitteldistanz. Irgendwas mit 4,50, wie ich angekündigt habe. Habe mich also brav an den Plan gehalten. Alles in allem war es echt eine harte Nuss. Aber dazu später mal mehr. Ich habe es erstmal geschafft. Und das ist, was zählt. So, guten Tag. Ich bin euch noch ein kleines Resümee schuldig. Wir haben heute Sonntag. Einen Tag nach dem Triathlon. Das Wetter hat ein bisschen umgeschlagen. Es ist übelst am Regnen, schon den ganzen Tag. Also, kurz zum Triathlon. Klar, schwimmen im offenen Wasser, im Meer. Es ging erst ein Stück raus bis zu einer Boje, dann quasi so einmal um so eine, ich glaube, es ist wie eine Halbinsel rum und auf der anderen Seite nach 1,9 Kilometern dann halt wieder ans Ufer ran und da war dann der Ausstieg. An sich eine coole Strecke. Blöd nur, dass die Bojen wirklich sehr klein waren und sehr weit auseinandergesteckt für meine Bedürfnisse. Und also ich habe mit drei anderen Leuten noch gesprochen, die hatten auch Probleme, die Bojen zu sehen. Und dementsprechend ist man halt ziemlich viel zickzack geschwommen. Und ich schätze, ich habe die Uhr vergessen zu stoppen. Ich bin auch deutlich mehr geschwommen als 1,9. Also ich schätze mal wirklich so 2,1 Kilometer waren es nachher. Ich bin auch, irgendwann habe ich mich so verschwommen, dass auf einmal ein Boot vor mir war mit einem Kerl, der mir halt gezeigt hat, wo ich herschwimmen soll. Und ja, da konnte ich noch ein ganzes Stück zurück hinter einer Boje her und dann erst Richtung Land. Und selbst an Land habe ich diesen Finishbogen oder den Schwimm-Exit-Bogen ganz schlecht nur gesehen. Naja, aus dem Wasser raus ging es erstmal für 100, 150 Meter gerade nach oben bis zur ersten Wechselzone. Und da habe ich das erste Mal richtig verkackt, weil ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe mir extra mal ein Handtuch mitgenommen, die Füße abgetrocknet, Socken angezogen, das war eine Katastrophe. Dann hatte ich schon gedacht, ich hätte meine Startnummer vergessen. Die hatte ich aber auf dem Bike. Und das Bike hatte ich mit dem Sattel auf diesen Bikehalter draufgestellt und dann runtergezogen und die Startnummer hing vorne am Lenker. So, und anstatt die vorher abzumachen, hatte ich das Bike in der Hand, habe dann die Startnummer abgemacht, habe dann versucht, die über den Kopf irgendwie anzuziehen, in dem Moment ist das Bike umgefallen, also Wechsel war echt eine Katastrophe. Ja, Bike, der nächste Part, es ging 9 Kilometer aus der Ortschaft raus, die war nicht wirklich gesperrt. Es stand zwar an jeder Kreuzung standen Helfer, die da kontrolliert haben, dass da nichts herfährt. Und bis dahin war auch eigentlich alles ganz gut. Und dann ging es raus auf so eine Art ja, Überlandstraße oder Schnellstraße. Die war einseitig,
gesperrt für den Triathlon. Auf der anderen Seite wurde wechselseitig der Verkehr abgeriegelt von der Polizei. Ja, dann ging es 9 Kilometer runter in die nächste Ortschaft und da war dann dieser 4-Runden-Kurs A 18 Kilometer. Und nach der ersten Runde dachte ich schon so, okay, jetzt hast du alles gesehen, die Runde war eher langweilig. Und dann musst du das Ganze noch dreimal. Ne? Ja. Ja, dementsprechend eher langweilig. Der Asphalt war doch besser als gedacht. War nur quasi 9 Kilometer raus, war der Asphalt nicht so toll. Aber draußen war es wirklich voll okay. Was ich absolut nicht okay fand, und zwar draußen die Strecke sollte gesperrt sein, diese 18 Kilometer Runde da. War sie aber nicht. Also war schon gesperrt, aber von der Seite kamen halt hin und wieder Autos auf die Strecke und ich finde, das geht überhaupt nicht. Die Polizei ist mit dem Motorrad in der Patrouille gefahren, hat die Autos dann auch rausgeholt, aber da hätte, also ich weiß nicht, wenn da was passiert wäre, ich weiß, dass nichts, also ich hoffe, dass nichts passiert ist, ich weiß von nichts. Ich habe nachher beim Laufen ein paar Athleten gesehen, die wirklich ordentliche Schrammen im Gesicht hatten. Das könnte aber auch damit zusammenliegen, dass bei dem Wendepunkt außerhalb, also bei dem ersten Wendepunkt, ging es über, ja, ich weiß nicht, so eine Art Inselfolge dann ein paar Meter weiter und davor ging es halt in dieser Kurve zurück. Und da lag halt auch ziemlich viel Split und so rum und ich finde, gerade bei so einer Veranstaltung könnte man das auf jeden Fall vorher reinigen, mit einer Kehrmaschine oder wie auch immer. Und ich schätze mal, da werden auch sich ein paar Athleten gelegt haben. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, könnte sein. Ja, und sonst, ja, war die Radstrecke, das Wetter war super. Es war, teilweise hat es ein bisschen Wind gehabt, aber es gefühlt eher schräg von der Seite, was ja gerade mit Scheibe optimal ist. Ja, von daher, das war ganz cool. Ich bin, jetzt wo ich die Daten ausgewertet habe, auch irgendwie unterm Schnitt gefahren, im unteren Bereich bei mir. Also ich hätte deutlich mehr fahren können. Ich muss aber gestehen, ich habe mich echt nicht so fit gefühlt auf dem Bike. Die Beine waren nicht so frisch wie den Tag vorher. Den Tag vorher dachte ich schon, boah, hammergeile Beine, aber naja, so ist das eben. Ja, dann wieder die 9 Kilometer zurück rein. Die waren total ätzend. Es ging die ganze Zeit nur so hoch und ja, nach den 81 und dann die 9 Kilometer wieder hoch, ja, ungefähr. Hat sich das echt gezogen mit dem Hoch und ja, da habe ich glaube ich auch ein paar Könner gelassen, da die Rampe hoch zum Hotel. Im Hotel oder beim Hotel da bei diesen Falkensteinen angekommen, wo diese ganzen Wechselzonen waren, ging es dann in die Laufschuhe. Dann ging es quasi erst hinten das Stück runter, wo man vorher vom Schwimmexit rausgelaufen ist, ging es wieder runter und dann auf den 5,2 Kilometer Kurs. Der Kurs an sich eigentlich cool, so ein kurze 4 Runden, auch cool für die Zuschauer, weil du kommst halt 4-mal vorbei und die können dich immer wieder anfeuern. Allgemein die Stimmung eher wenig, ich meine, das will sich auch erwarten, das ist Vorsaison. Und dementsprechend, es waren halt Leute an verschiedenen Hotspots, waren Leute da, ja, aber teilweise bist du auch wirklich im Stillen, Leisen dahergelaufen. Ja, was halt bescheiden war, war der Untergrund. Es war echt eine ganz lange Strecke mit Kieselstein, super schwierig zu laufen. Gegenwind war noch und 50-60% der Strecke war mit so großen mediterranen Platten ausgelegt, nicht asphaltiert, aber so eingelegt in Beton und das war halt schon ziemlich schwierig zu laufen, fand ich. Ja, wobei Laufen fiel mir in der ersten Runde echt schwierig, hatte ich voll die Probleme, da in so einen Rhythmus reinzukommen und nach der ersten Runde ging es aber und es wurde auch immer schneller, glaube ich, zumindest gefühlt. Ich glaube, die erste Runde war irgendwas mit 25 oder ja 25 und ein paar zerquetschte und dann die zweite Runde war ein bisschen langsamer als die erste und die dritte war dann wieder ein bisschen schneller und die vierte war nachher die schnellste, was ich eigentlich
ziemlich cool finde, weil gerade hinten raus kackt man ja eher ab. Und da habe ich aber wirklich auch versucht, nochmal richtig Gas zu geben und es hat geklappt. Und ja, und dann habe ich quasi die Punktlandung ins Ziel gebracht, wie ich vorher schon angekündigt hatte, auf der Hinfahrt hier runter, 4,50. Bei 4,50,11 ist die Uhr stehen geblieben. Also ich bin mit dem Trainingsstand und aus dem Training raus jetzt einen Wettkampf gemacht, bin ich voll zufrieden. Von daher fahren wir jetzt bald am Mittwoch, fahren wir noch nach Kärnten. Da gucke ich mir die Ironman-Strecke mal an, weil die ist auch geändert worden, die ist jetzt neu. Soweit das möglich ist vom Wetter, vielleicht fahre ich die mit dem Auto mal ab, also dass ich auf jeden Fall schon mal gesehen habe. Und dann ja, steht als nächstes großes Highlight der Ironman Austria an. Und da sind wir mal gespannt. Also dann, ja, schöne Grüße aus Kroatien, Zada. Den Triathlon kann man mal machen, ich finde es mal ganz cool, so eher so einen kleineren Triathlon gemacht zu haben. 270 Starter waren da, glaube ich, Pi mal Daumen. Und ja, es ist echt mal cool, eher so einen kleineren Triathlon zu machen, als immer dieser großen, namhaften Starts. Der Unterschied ist jedoch, gerade bei Ironman oder Challenge Triathlons, da ist der Athlet so der Typ im Vordergrund und der wird auf der Goldwaage gehoben und alles ist super für den Athleten und so weiter. Und hier ja, war es halt eher so das Race Briefing auf ganz schlechtem Englisch von einer Art Witzbombe versucht zu erklären, der nicht wirklich witzig war, aber ja, sei es drum. Und da wurde halt dann vermittelt, ja, Triathlon, Trainingswettkampf und ist kein Championship, keine Weltmeisterschaft hier und so weiter. Und um, keine Ahnung, 7 Uhr muss hier alles wieder geräumt sein, weil die Hotelanlage sauber sein muss. Da dachte ich mir als Athlet nur so, okay, hier ist halt eine andere Priorität. Nicht der Athlet, der Wettkampf, sondern ja, wir können hier an der Hotelanlage einen Triathlon ausführen und dann ist auch gut. Danach müssen wir alles wieder sauber machen. Naja. So war's. Also jetzt dann wirklich. Bis die Tage. Tschüss.